Okay, Miete, Gas, Strom, Wasserrechnung, Versicherung. Oh, von Rockstar erhalten. 500.000 US-Dollar. Nee, 500.001. Ja, geil. Ja, und damit, ich heiße euch willkommen zu einer neuen Runde von GTA Online. Heute mal alleine, aber da wird sich vielleicht noch der ein oder andere dann dazugesellen und später dann vielleicht auch nochmal mit irgendjemand anderem. Muss ich dann mal schauen, aber ich hatte gedacht, heute mache ich das einfach nochmal alleine, laufe ich mal alleine durch GTA Online und guck doch mal auf mein Konto. Und ja, für die ganzen Probleme mit den Servern haben wir von Rockstar Games einfach mal 500.000 US-Dollar überwiesen bekommen. Ich habe jetzt auch noch so ein bisschen Geld von meinem, also was ich jetzt noch in meinem Portemonnaie hatte, überwiesen. Und ja, jetzt bin ich quasi pleite, aber das ganze Geld ist auf meinem Konto. Und ich hatte mir eigentlich überlegt, ich gehe jetzt erstmal hier raus, ich finde das so geil mit dem Finger. Ich hatte mir überlegt, mal eine ganz kleine Immobilie heute zu kaufen. So, jetzt gehen wir hier mal raus. Ich bin übrigens noch nicht so wirklich der Fachmann in GTA Online, weil ich da noch nicht so... könnte man eigentlich machen. Weil ich das noch nicht so wirklich viel gespielt hatte, können wir eigentlich mal ausprobieren. Einladung zu Cole... Oh Gott, was ist das? Na, machen wir einfach mal. Der Gerald. Der Gerald. Der Gerald. Der Gerald von Riva. Tja, 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 tja. Wir kaufen uns aber noch. Okay. Ja, kaufen uns auch. So. Ja, ist ja gar keiner hier. Wie? Ich werde eingeladen und ist keiner hier? Hallo? Ich möchte mit jemandem spielen. Ah, super. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall eine Schussweste gekauft. Super, ja, hier haben wir ja... Na, gehe ich mal dran. Hey, you like the new car? I have an opportunity you may be interested in. Ja. I have a list of vehicles that my contacts would like to get a hold of. You find the cars and bring them to me at the docks and I will make it worth your while. I'll text you the details. Okay, das hört sich sehr gut an. Ja, mal gucken, ob ich das mache. Ich weiß überhaupt nicht, was ich vorhabe. Ich will auf jeden Fall eine Immobilie kaufen. Und ja, ihr seht wahrscheinlich hier im Hintergrund, das ist hier irgendwie so ein altes... weiß gar nicht, was das ist. Was ist das? Irgend so ein Kraftwerk, irgendeine Fabrik, irgendwie sowas in der Art. Da habe ich ja dann im Multiplayer mit guten Mafuyo und Turbinator aufgehört. Das war ja die letzte Folge, mit denen ich dann gemeinsam gespielt habe. Jetzt bin ich wieder allein unterwegs und es ist natürlich wieder dunkel. So, jetzt wollen wir... Ah, guck mal, da hinten kommt schon ein Spieler. Ah! Oh, der Tobi. Moment. Wow. Ich bin übrigens im Passivmodus. Ja, geil. Da werde ich sofort abgeholt. Das finde ich cool. Warum? Ja, hey, Tobi. Das ist aber bestimmt nicht unser Tobi, oder? Ja, ich bin mal gespannt, was der mit uns vorhat. Vielleicht entführt er uns und bringt uns dann zu diesem, wie hießen die Altruisten? Zu diesem Altruisten-Camp. Habe ich auch eine letzte Showfolge übrigens zugemacht. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hingebracht werden. Eigentlich können wir mal ganz kurz auf die Karte gucken, oder? Aber ich traue mich jetzt gerade nicht, auf die Karte zu gucken. Weil ich nicht weiß, was der mit uns vorhat. Aber wie gesagt, wir sind ja im Passivmodus. Also, habe ich eben erstmal gemacht, als ich angefangen habe. Ich wollte ja mein Geld überweisen und so. Ich hatte so viel Geld auf dem, in meiner Geldbörse, dass ich das erstmal sichern musste. Tja, na, ich guck trotzdem mal ganz kurz auf die Karte. Ich traue ihm aber nicht. Weil wenn man hier die Karte anmacht, dann geht er auch nicht irgendwie ins Pausenmenü oder so. Was haben wir denn hier? Radrennen, Discount, Armdrücken, Apartment eines Freundes. Ich habe keine Freunde. Ammunition, andere Spieler, okay. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt hier was kaufen kann. Ich bin einfach super neu noch in diesem Spiel. Tja, der fliegt auf jeden Fall noch. Das sieht gut aus. Ich habe aber wirklich keine Ahnung, wo der mich hinbringt. Ich bin übrigens Level 8 erst. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gespielt. Aber das kann man ja mal ändern. Ich dachte jetzt, bevor ich wieder Let's Show Folgen aufnehme, mache ich doch mal bei GTA Online weiter. Was haben wir denn hier? Hallo Soldat, hier ist eine... hier ist eine Angriffsliste und sorgt dafür, dass die gut in Schuss sind. Okay, der will auf jeden Fall, dass wir ihm Autos besorgen, ja.
So, dann gucken wir im Internet doch mal, ob wir ein kleines Apartment finden. So für uns. So, was haben wir denn hier? Ah ja, das kennen wir ja noch, als wir unser U-Boot-Gedöns gekauft haben. So, Immobilien finden. Irgendwas Teures, irgendwas total Protziges. So, 400.000. Ja, ich habe schon gehört, dass das Teuerste, glaube ich, bei 400.000 liegt. Und da wir zufällig informal 500.000 bekommen haben, kaufen wir uns einfach mal die teuerste Wohnung. Hä? Warum nicht, oder? So, Eclipse Towers. Apartment 31, 400.000 Dollar. Dieses Triplex oder Triplex Luxus-Apartment ist einzugsfertig. Der Vorbesitzer war so reich, dass er sein ganzes Mobiliar einfach dagelassen hat. Bringen Sie nur sich selbst mit und machen Sie sich bereit für viele neue oberflächliche Freunde, wenn die Leute herausfinden, dass sie auf dem Eclipse Boulevard in Rockford Hills wohnen. Mit angeschlossener Garage für 10 Wagen. So. Was hat denn der Weißbrot da gerade? Egal. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Anfahrt gleich, oder? Wir fahren da jetzt gleich erstmal hin. Die Anfahrt, okay, wird auf dem GPS übertragen und dann gucken wir uns jetzt... Ich meine, wir können ja nicht einfach die Katze im Sack kaufen. Das wäre ein bisschen... Ja? Was hat der mit mir vor? Alter! Ja. Problem ist, wenn ich jetzt rausspringe, ich habe noch keinen Fallschirm, dann bin ich tot. Tja, okay. Der fährt auf jeden Fall oder fliegt schon ungefähr in die Richtung unseres zukünftigen Apartments. Achso, sieht er das auch? Ich weiß es gar nicht genau. Das wäre natürlich cool. Dann kaufe ich mein Apartment, dann kann er gleich mal meine Dusche benutzen. Nee, kann er meine Toilette mal benutzen oder keine Ahnung. Möchte ein bestimmtes Fahrzeug geliefert. Ach so, ja. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ah! Das ist aber nicht unser Apartment, oder? Oder doch? Cool. Ich glaube, der möchte da wirklich landen, oder? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Haben wir hier nicht auch mal irgendwann eine Mission gemacht? Ja, das ist angemessen. Das sieht gut aus. Ich glaube, hier könnte ich mich wohlfühlen. Ach, guck mal, da ist sogar ein Helikopter auf dem Dach. Ja, geil. Aber das ist doch kein Apart. Alter, hier. Strommasten. Ja, vielen Dank, ne? Kommst du mit? Na gut. Gucken wir jetzt erstmal. So, wo kann man denn hier rein? Achso, gehen wir mal hier rein. Wo sind wir denn jetzt hier? Record Database Send. Das ist jetzt hier so NSA-mäßig oder was? Moment mal, was habe ich mir denn da markiert? Das ist definitiv nicht das, was ich mir markiert habe. Was haben wir denn jetzt? Moment. Ja. Ist das das? Apartment eines Freundes? Nein. Nee, mache ich jetzt nicht. Moment, ich muss mal noch mal ganz kurz gucken. So, okay, Immobilie finden. Der wundert sich jetzt, warum. Jetzt bestimmt, warum ich überhaupt gar nichts mache. Aber egal. So. Ja, komm, wir kaufen uns das einfach, oder? Nee, komm, wir machen jetzt die Anfahrt. Ich würde sagen, dann. Genau. So, ich muss mal ganz kurz hier den Pfeil. So. Nein! Nein! Nein, jetzt fliegt nicht weg! Alter! Ich muss jetzt mal fliegen, bitte. Moment, ich habe immer noch meine blöde Tastleiste da unten. So, alles klar. Das ist das Blöde, wenn man auf Windows aufnimmt. Danke, boah, der ist super freundlich. Danke übrigens nochmal. Dass du mich hier, ne? Ich kann übrigens nicht Hubschrauber fliegen, das ist ein bisschen blöd, aber ist ja egal. Das ist ja kein Problem. Wobei ich jetzt noch einen Hubschrauber. Ich konnte in Battlefield schon nie fliegen. Naja. Wir sollten uns auf jeden Fall mal einen Fallschirm irgendwie zulegen. Aber ich glaube, da muss man eine bestimmte Mission machen oder irgendwie ein bestimmtes Level haben. Irgendwie sowas in der Art. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin natürlich für jeden Tipp in GTA Online super dankbar.
Weil das ist ja doch relativ komplex, das Spiel. Also man kann ja schon wirklich sehr viel machen und es unterscheidet sich ja in vielen Punkten dann zum Singleplayer. Auch so die einzelnen Gebiete und so. Zum Beispiel mit diesem, wie hieß das noch, dieses eine Flugzeug, dieses Riesenflugzeug da auf dem Flughafen. Militärflughafen, glaube ich, oder? Es gibt es auch auf dem zivilen Flughafen, glaube ich. Dieses Dings da, Flugzeug. Ah, wie heißt es denn noch? Naja, das gibt es, glaube ich, gar nicht. Oder nur innerhalb von einer Mission bei Singleplayer. Aber im Singleplayer, aber kann auch sein, dass ich mich da irgendwie vertue. Naja, gut. So, ich glaube, das ist irgendwo in so einem Hochhaus da hinten. Das ist, da hinten, da sehen wir es, glaube ich, schon. Können wir eigentlich ja auf dem Dach landen, oder? Das wäre natürlich cool, wenn es so neben dem Pool. Neben dem Dachpool oder Whirlpool hätten wir da noch so einen Hubschrauber-Landeplatz. Das wäre super stylisch. Also, ja. Mit YouTube-Money kann man sich das natürlich dann leisten. Ne, Dennis? So. Okay. Es kann jetzt etwas länger dauern, bis wir landen. Ich würde jetzt wirklich gerne rausspringen. Das mache ich ja eigentlich immer gerne in GTA. Ich bin einfach eine faule Person. Und, das geht einfach viel schneller. So, wo landen wir denn? Einfach mitten auf der Straße, oder? So. Ja, hier kann man gut landen. Ja, ja, es ist gar kein Problem. Super Landung! Ich bin total zufrieden. So, ich hoffe, der verfolgt uns jetzt weiterhin. Ich finde das ja cool, wenn wir nicht alleine hier rumlaufen müssen. Aber wenn man keine Freunde hat... Ach komm, wir zeigen... Oh, hallo! Naja, wenn man keine Freunde hat, wir zeigen ihm das einfach mal so. Guck mal hier. Was will ich mir... Wo ist er denn? Guck mal hier. So, jetzt kaufen wir uns das Apartment. 400.000 Apartment 31. Ja, okay. Ja. Alter, jetzt haben wir es echt gekauft. So. Ich weiß gar nicht, kann man die irgendwie einladen? Nee, der will mich jetzt bestimmt einladen. So, da komme ich gerade. Der sieht übrigens genau aus wie ich im Real Life. Also 1:1 auf jeden Fall. Du kannst Fahrzeuge in deiner Garage sicher abstellen und dort haben andere Spieler keinen Zugriff auf sie. Mhm. Der Boden ist aber auch extrem blank gewienert hier wieder. Erinnert mich so ein bisschen an dieses eine Level in Beyond Two Souls. Jede Garage hat einen Mechaniker, der Fahrzeuge instand hält, um sie zu dir zu bringen. Ruf ihn an, um deine Dienste in Anspruch zu nehmen. Der Mechaniker kostet dich $50 am Tag. Und da geht wieder Facebook. Das ist natürlich blöd, wenn man sich ein iPad kauft, auf dem dann immer Facebook rumnölt. Wenn du ein Fahrzeug in deiner Garage abstellst, wird es mit einem Peilsender versehen. Wenn du es dann aus der Garage fährst, wirst du dein persönliches Fahrzeug und wird auf der Karte angezeigt, damit du es leichter findest. Wiederfindest. Um die Garage zu verlassen, lauf zum Ausgang oder steig in ein Fahrzeug und fahr hinaus. Ach so, das ist gar nicht unsere Wohnung, das ist nur unsere Garage hier. Ja, die meisten werden das wahrscheinlich kennen, was hier steht, aber für mich ist das alles doch noch relativ neu. Ich habe mir noch nicht so oft eine Wohnung oder ein Apartment gekauft für $400.000. Und so, jetzt muss ich nur gucken, wie ich zu meiner Wohnung komme. Ich hoffe, der Typ ist jetzt nicht sauer, dass ich den irgendwie ausgesperrt habe. Ich weiß nicht, ob der jetzt nachjoinen kann, ob der mein Freund sein muss, ob ich den einladen muss. In deinem Apartment kannst du Fernsehen und dir CCTV ansehen. Du kannst dir hier auch duschen, um dir das Blut abzuwaschen. Du spawnst in deinem Apartment, wenn du GTA Online startest. Das lässt sich allerdings im Pausemenü ändern. Das finde ich cool. Die Blumen sind auch hübsch da und überhaupt designermäßig hübsch, hübsch. Ja. Hallöchen. Ja, cool. Ja, das ist meine Wohnung. Dann, ich guck mal, ob ich jetzt jemanden einladen kann. Ich habe keine Ahnung. Jobliste wahrscheinlich weniger. Kontakte. Ich weiß gar nicht, wer jetzt on... Ach, da ist doch der Tobi. Ach so, nee, das ist ja blöd. Ich schreibe einfach mal Hallo. Ha... Der denkt auch dann, ich bin Legastheniker oder so. So. Okay, das sieht gut aus. Ja, okay. Da wir keine Freunde haben, versuchen wir uns einfach Freunde zu erkaufen. Mit Geld kann man auch Freunde kaufen.
Auch wenn eure Eltern euch immer gesagt hat, mit Geld kann man sich gar nicht alles kaufen. Das ist totaler Quatsch. Mit Geld kann man sich alles kaufen. So, da ist eine Wasserpfeife oder irgendwie hier so. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht so mit aus. Der Teppich. Ja? Habe ich jetzt irgendein Moment. Hallo. Ah, Moment. Klingelt jemand? Ich habe noch ein paar Freunde eingeladen. Das ist bestimmt der Tobi. Herrlich einfach. Super geil, wenn man das jetzt noch mit Sims kombiniert. So, dann muss ich mal die Tür aufmachen. Ah, das ist gar nicht der Tobi. Das sieht aus wie ich. Das ist mein Bruder. Ist das geil. Ja, okay. Alles klar. Cool wäre, wenn wir jetzt noch Frauenbesuch kriegen würden. Ich meine, in meinem Designer-Badezimmer. In meinem Designer-Schlafzimmer ist natürlich noch Platz. Jetzt trinken wir uns erstmal einen Whisky auf den Durst. So, erstmal hier aufmachen. So. Ja, komm, doppelten. Jawohl, mit einem Schluck, das ist ein richtiger Mann. Ah, guck mal hier, schöne Aussicht, ne? Trinken wir uns noch ein. Ja, salutiert vor mir. Ich weiß gar nicht mehr, wie ging das noch? Boah, ich hab das... Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie man diese Spezialdinger macht. Muss ich den Dennis eigentlich nochmal fragen? Der macht ja immer seine eine Geste, die da unmissverständlich zu ihm gehört. Ja, guck hier. Komm, setz dich ruhig hin mit deiner... Was hat denn der für eine Hose? Der sieht aus wie der Dennis. Mann. So. Ja, also ich hoffe, das stört euch nicht, wenn ich ab und zu dann auch wirklich mal Nachrichten hier lese, während ich betrunken bin. Achso, nee, ich breche das mal kurz ab. Alter. Ich hoffe, die Fenster sind bruchsicher. So, ja. Was macht der denn da? So. Ach, Moment, es klingelt wieder. Scheiße. Du musst irgendwie zur Tür kommen. Moment, ich bin ein bisschen angetrunken, aber ich komme jetzt gleich. Ich wollte eigentlich gerade mal die Nachricht... Ah, jetzt geht's wieder. So, wer kommt denn da jetzt? Ja, Moment. Ach, da ist der Tobi. Hi, Tobi. Ja. So, okay. Jetzt wollte ich mal kurz die Nachricht noch lesen. Terror Dragon ist online. Ja. Ich dachte, wäre jetzt noch was Neues gekommen. Alles klar. So, wo waren wir stehen geblieben? Leute, ne? Fühlt euch wie zu Hause hier. Ja. Jo. Alter. Alleine ist es doch gar nicht so langweilig. Man müsste eigentlich mal so ein Community-Event machen. Naja, dazu später dann einfach mehr. Ja, okay, das ist auf jeden Fall hier unsere Stadt, unser Hometown. So. Na, guck mal hier, das ist meine Stadt. Cool, oder? Sag mal, wie geht das denn jetzt noch? Wie macht man... Nee, also das war das. Das war... Da, okay, da guckt man sich das an. Wie mache ich denn meine Geste? Oh. Was? Wie wurde ich denn von anderen Spielern aus der Sitzung rausgeworfen? Ah, egal. Ich lasse es jetzt einfach mal so laufen. Dann komme ich ja jetzt gleich wieder rein. Das ist ja blöd. Hallo? Warum werde ich denn da rausgeschmissen? Hallo? Super, jetzt bin ich wieder in GTA. Ja, dachte ich auch gerade. Mann, ey. So, Moment. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Keine Ahnung, warum bin ich jetzt rausgeschmissen worden? Fand ich jetzt ein bisschen blöd. Ich habe mich gerade heimisch gefühlt mit meinen zwei neuen Freunden und meiner neuen Wohnung. Hm. Ich wollte eigentlich noch die Wohnung so ein bisschen erkunden. Ach ja. Und wie war bei euch der Tag so? Du willst sofort anfangen, wenn du gleich zu einem Rennen des... Alter. Kriegen wir eigentlich auch Zinsen für unser Geld, wenn wir das auf unser Geldkonto, unser Bankkonto überweisen, oder?
Oder nicht? Ich meine, na gut, die 500.000 hatten wir jetzt nicht lange drauf, aber da hätten wir doch auch ein bisschen was an Zinsen bekommen müssen, oder? So, jetzt soll. Wir sind nicht in unserer Wohnung. Doch, da ist. Da, doch, 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 doch. Ja. Ey, es geht wieder. Sind wir jetzt wieder alleine hier? Och, nö. Och, nö, ich bin mal wieder alleine hier. Okay. Trinken wir uns erstmal wieder ein, oder? Ja, Wein. Komm, trinken wir uns eine Flasche Wein. Ganz alleine. So. Schlückchen Wein. Sehr gut. Erstmal, ja. Ein Genießer auf jeden Fall. Ein Kenner. So. Ja. Dann ist das unsere Küche. Um grünen Saft. Moment, ich muss grünen Saft trinken. Ach, guck mal, da hinten. Im Fernsehen. Dude, eat dog. So, mal gucken. Moment. Moment. Ach, ich sehe die Nachrichten dann. Ich glaube, wenn die über GTA gesendet werden, sehe ich die da im Handy. Und wenn die über Xbox gesendet werden, dann sehe ich die nur über Xbox. Na gut, okay, ja. Hier hat, glaube ich, noch nie einer gekocht, auch wenn die Pfanne irgendwie den Anschein hat, aber die hat er nur so dahingestellt. Das ist so eine Alibi-Pfanne. Sieht dann so aus, als hätten wir hier mal gekocht, aber ich glaube, wer so eine Wohnung oder so ein Apartment hat, der kocht nicht selber. So. Kann man hier gar nicht laufen? Dann gehen wir jetzt erstmal hier rechts lang. Keine Ahnung, ob hier noch was ist, aber da ist auf jeden Fall eine Tür. Mal gucken. Ah, unser kleines Büro. Hier nehme ich übrigens. Oh, Moment, es klingelt mal wieder einer. Alter, ich wollte eigentlich gerade hier meine Let's Plays aufnehmen. So. Mal gucken, ob es wieder der Tobi ist. Nee, das ist. Ach doch, das ist wieder Tobi. Moment. So. Hey, hi. Bin eben rausgeschmissen worden aus meiner eigenen Wohnung. Keine Ahnung warum. So, dann zeige ich Ihnen mal hier mein Büro. Hier nehme ich, wie gesagt, meine Let's Plays immer auf. Ja, ich habe hier zwei Monitore. Von LG natürlich. Hier ist mein Notebook mit Windows 8.1 drauf. Hier surfe ich dann ab und zu mal. Manchmal gucke ich auch in den Los Santos Meteor. Das ist übrigens meine 5.1-Anlage. Besteht allerdings momentan nur aus 2.0. Ja, keine Ahnung warum. Ist aber so. Ach, guck mal hier. Das ist übrigens die Karte. Also diese Blaupause von der Karte von Los Santos. Dann ist das mein WLAN-Drucker. Ich habe gar kein WLAN, hier ist trotzdem WLAN-Drucker und meine goldenen Schallplatten. Keine Ahnung, wofür ich die bekommen habe. Und das ist mein Tonstudio. Okay, ist eigentlich gar kein Tonstudio. Da stehen meine Skateboards, habe ich früher mal gemacht, bis ich dann diese schlimme Knieverletzung hatte. Ich habe auch mal fast Musik gespielt, war dann aber nicht so meins. Basketball, genau. Und ja, das ist meine Anlage. Nichts Besonderes. So, jetzt muss ich mal gucken, dass der Tobi nicht wieder klaut. Mein grünen Saft. So. Der Gerald. Na? Ja, mach's dir doch gemütlich. So, genau. Gehen wir mal in den Keller. In meinen Darkroom. So. Ach, hier ist übrigens ein Teil meiner 5.1. Nee, das ist die Lüftung, oder? Das wäre cool, wenn man hier überall so Boxen in der Wohnung verteilt hätte. So. Hier schlafe ich übrigens manchmal. Sehr schön auf jeden Fall. Wir werden natürlich jetzt gleich auch nochmal was anderes machen als Wohnungsbesichtigung, aber ich finde, genau wie die Charaktererstellung gehört das einfach dazu. Dann werden wir uns jetzt gleich einfach mal in oder aus dem Passivmodus bewegen und ein bisschen Stress machen. So, jetzt gehe ich aber erstmal schlafen. Na, nee. Ich wollte eigentlich jetzt. Na, egal, okay. Tobi, kommst du? Nein. So, was denn mit. Ist das die Embryonalstellung? Na, okay. Wir lesen übrigens momentan die neue Rain. Rain? Bruce Wright. So, jetzt gehen wir mal duschen. Ja, ich gehe allein duschen. Hallo. Moment, wo war das noch? Ah ja, hier. Ach so, das bin ich. Ich dachte gerade, das sind zwei. So, Moment. Hallo, ey, Tobi! Bisschen verpixelt, oder? So. Ja. Das ist übrigens mein Ankleideraum. Dann kann ich nicht registriert. Oh, alter Schwede, dann brech doch den Scheiß ab. Ich hasse dieses Social Club-Gedöns.
Ja, ach so, Quatsch. So. So, ich suche die Dusche. Ach, hier. Ach so, da ist die Dusche. Alles klar, hier kann übrigens, glaube ich, kein anderer rein. So. Hätte mir doch eine Frau nehmen sollen. So, ja, mit dem Duschen aufhören nach einer Minute, nach 10 Sekunden ist ein bisschen blöd. Aber es reicht. Ach, klingelt wieder. Mist, Moment, ich bin gerade unter der Dusche. Ah, Alter. So, schnell mal wieder ein paar Sachen übergestreift. Ich sollte unbedingt mal einkaufen gehen. Ich sollte auch mal einen auf Shopping Queen machen. Wurde mir schon öfters bei den Let's Show-Folgen geschrieben. Ja, ein bisschen Geld habe ich ja noch. Kann man eigentlich machen, aber ich glaube, gleich mache ich erstmal ein bisschen Action, sonst wird das ein bisschen langweilig. So, gucken wir doch mal, wer wieder an der Türe steht. So, jetzt kenne ich mich wenigstens hier ein bisschen aus in der Wohnung. So. Hallo? Hi, na? Der sieht aus wie jemand, den ich kenne. So. Ja, ach so, ich weiß, wo ich stehen geblieben bin, aber wenn ich das wieder drücke, sag mal, wo war das denn noch? Wo macht man nochmal? Ja, okay, das ist klar. Wie mache ich nochmal diese Geste? Das ist klar, das ist auch klar, damit schleiche ich, genau. Ich muss mich gerade extrem konzentrieren. Wie war das denn, um Himmels Willen? Nein, ich will nicht durchs Fernrohr gucken. Hallo? Na gut, okay, alles klar. Egal, ich werde mir das auf jeden Fall dann mal angucken. Und, hallo, das ist mein Whisky. Komm, ich setze mich mal zu dem auf die Couch. So. Na, 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 na. So. Kommst du auch noch? Ach so, okay. Kann man sogar gucken, ob hier irgendein blöder Spieler steht. Nee, es ist ja... Nee, nee, nee. So, jetzt muss ich mal wieder aufstehen. Ich höre gerade aus meinen Quellen, die ich so habe. Ach, genau. Fuck yeah. Aber wie wechselt man die nochmal durch? Ach, die kann man irgendwo bei seinem Charakter dann einstellen. Na gut, Freunde, sollen wir mal uns aus dem Passivmodus vielleicht rausbewegen? So, ich gehe jetzt mal hier. Wo war das denn? Da gibt es auch irgendwie einen Knopf, um das schneller zu machen, oder? Ah, nee, das war... Alter, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Okay, ich habe es letztens noch gespielt, aber... Ach, hier kann man das nicht sogar... Naja. Ach doch, hier war das, oder? Irgendwo war das dann hier. Naja, okay. Dann erstmal den Passivmodus deaktivieren. Ein Cargo-Bob, genau, das war das Flugzeug, das ich eben meinte. Okay, ja, Leute, sollen wir mal zum Flughafen? Ich gehe jetzt. Ihr könnt mitkommen, wenn ihr wollt. Dann warte ich einfach mit meinem Auto. Ich habe gar kein Auto. Ich sollte mir mal ein Auto kaufen. Und ich wollte auch mal tunen. Ich habe noch so viel vor hier. Die Tür einfach mal vom Gesicht zugeschlagen. So. Okay. Ich glaube, das ist nicht mein Auto, oder? Ne, das ist ein Auto von einem Spieler. Ah, das ist von Pluto Turner 355, das Auto. Ja, dann müssten wir uns... Unseres ist, glaube ich, zerstört irgendwie. Dann klauen uns einfach eines. Aber die Polizei wird da nicht so happy sein. So.